Guten Morgen, heute ist der Blutmond, wir haben Montag, den 21. 6.05 Uhr oder so. Guckt euch das tolle Teil an. Die Kinder, die sind auch begeistert. Ich kriege die mit meiner Kamera natürlich nicht super hin, aber schick, schick. Dann komme ich runter nach dem schönen Blutmond und sehe, dass wir minus 7,6 Grad haben. Das ist ja nur mehr wie nur kalt. Und das bedeutet für mich, dass ich wenigstens eine Viertelstunde eher raus muss, um mein Auto frei zu machen. Besser sind nur 20 Minuten. Jetzt ist er rot. So sieht er aus. Genau. Sternenklarer Himmel und arschkalt. Guten Morgen, kennt ihr den? Oh, du musst jetzt zur Arbeit. Jetzt haben wir 7 Uhr und so sieht der Mond aus. Und rechts daneben spiegelt das irgendwie. Ja, die Kinder hatten auf jeden Fall Spaß. Soweit finde ich immer interessant zu sehen, was es nicht alles gibt. Und jetzt schält er nicht mehr scharf. Doch. Mama, bleibt denn? Heftig, oder? Eine Stunde danach. Wir haben jetzt 20 nach 7, wie das aussieht. Ich sag ja, neben den Wildvögeln und Tieren, die wir so haben, finde ich solche Spektakel auch echt genial. Es ist eisig kalt und was macht der Olaf? Pennen oder was? Ehrlich, sowas gibt es doch nicht. Guckt euch das mal an. Schön, genau meins, wisst ihr ja. Jetzt werde ich meine Tiere mal hier verpflegen. Die da hinten, ne? Meine Weibels, da hinten die und die hier. Die werde ich auch füttern, so nett bin ich dann mal. Da oben sitzt doch wieder die Elster, ach die Elster, die Amsel im Baum. Ist die fest? Festgefroren? Ja, die bewegt sich. So ein Wasserklotz haben die Hühner im Wasserbottich. Da ist Wasser drin. Da drum ist Eis am Tierchen. Deswegen mache ich das jeden Tag schön mit warmem Wasser voll. Teilweise auch zweimal am Tag, damit die immer frisches Wasser haben. Ha, ich habe mein Stativ mal ein bisschen anders eingestellt. Jetzt gucke ich euch direkt an und nicht immer so oder so. Ja, Steffi, man lernt immer dazu, ne? Ja, wir haben mittlerweile kurz vor 9. Ich habe jetzt alle Tiere versorgt. Hund, Katze, Maus. Ja, Maus nicht, Katze auch nicht. Aber den Hund und die Vögels draußen alle. Frisch Wasser gegeben und Futter und so weiter und so fort. Und jetzt werde ich mein Kind hier noch verfüttern. Füttern. Nicht weil füttern, kann ich auch nicht helfen. Der kleine Zwerg ist nämlich zu Hause. Ah, mal gucken, was da so im Anmarsch ist. Die hat auch die Nase total dicht und hustet. Und ja, da lassen wir sie dann erstmal zu Hause. Hat die Nacht auch nicht geschlafen gehabt. Doch, und hab ich. Und wie oft hast du gehustet? Ja, kriegst du nicht mit, ne? Genau. Ja, da der Vollmond ja da war, sah schon geil aus, muss ich ja sagen. Udo und ich waren heute Morgen noch den Mülltonnen rausbringen, das haben wir gestern vergessen. Und es war wirklich sternklarer Himmel und dann dieser Blutmond mittendrin. Mega geil. Und das für mich am Montagmorgen um kurz nach 6. Ja, so ist das, ne? Aber muss auch mal sein. Ja, heute Nacht habe ich nicht wirklich geschlafen, weil der Vollmond, der macht mir seit ein paar Monaten wieder zu schaffen. Mal gucken, weil ich dann heute Mittag so einschlafe. So mittendrin. Ein kurzes Nickerchen darf auch mal sein. Ja, der Große ist in der Schule. Dem geht es soweit ganz gut. Udo ist arbeiten.
Und ich werde jetzt endlich die Wäsche vom Wäscheständer nehmen. Das hätte ich gestern, eigentlich gestern Morgen wollte ich das erst machen, beziehungsweise da war die noch leicht klamm. Da dachte ich, nee, komm, lässt der erstmal. Ja, und gestern Abend, bin ich ja ehrlich, war ich ein wenig bequem. Das werde ich dann jetzt machen. Ich werde die Decke machen und uns frühstücken und ja. So sieht's aus. Und dann werde ich schon wieder Pause machen, weil ich wahrscheinlich müde sein werde. Ja, was wollte ich noch gesagt haben? Unser Wetterdienst hat gesagt, morgen soll schneien. Ich bin gespannt. Ich brauchte heute schon... Ob es schneit oder nicht. Genau. Vielleicht lügt die ja auch. Vielleicht, wer weiß. Man weiß es ja nicht. Wir lassen uns überraschen. Ja, ich liebe Schnee, wenn ich nicht weg muss, aber wenn ich so die Kinder wegbringen muss und alles und oh, dann ist das nicht wirklich meins. Aber wir warten erstmal ab. Sieht wieder aus, als wenn die Sonne rauskommen möchte. Auf jeden Fall ist es schön kalt und ja, jetzt habe ich genug gelabert. Ich werde uns jetzt was zu essen machen, also das Emmerchen und mir, weil mein Magen knurrt. Genau. Mein Bauch ruft Essen, ich will Essen. Hast du nicht schon gefrühstückt? Aber ich wollte das doch. Jetzt will sie mit mir diskutieren. So, jetzt werde ich mein Kind verfüttern. Nein. Guckt euch dieses schöne Wesen an. Genial. Da ist die Amsel, die holt sich die Rosinen da weg. Die pickt sich die Rosinen aus dem Kuchen. Weg. Genau. Hoppala, das war ein Schildchen. Jo, jetzt sind sie alle erstmal wieder verschollen. Und da ist der kleine Kauz wieder. Was für eine kleine dicke Kugel. Aber wir haben jetzt 16:30 und wir haben minus Upsala 1 Grad. Er schlägt sich noch mal das Bäuchlein voll und das soll er auch mal machen. Guten Hunger, kleines Vögelchen. Der explodiert, der explodiert nicht. Du explodierst ja auch nicht. Doch, wenn ich so. Das ist unser Mittag, Abend, Brot, wie auch immer. Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und Spinat. Ich mache ein Fußbad. Weil ich hier in dem Aua habe, unten drunter. Da muss ich die mal ein bisschen einweichen und ordentlich cremen. So, Zopf rausgemacht und schon sieht man aus wie so eine Zottel-Lisa. Genau. Ich bin so müde, ich habe gerade am Tisch gesessen. Habe ich erstmal der Äuglein zugemacht. Ja, und jetzt, wo die Füße im warmen Wasser sind, da ja, ist man sowieso müde, ne? Ja, heute ist nicht wirklich mehr viel passiert. Ich gucke gerade den Vollmond an. Wartet mal. Ich sitze hier und da ist der Mond. Ich versuche mal zu zoomen. Da. Voll wie Harry. Den haben wir die ganze Zeit gesucht und ich sag zu Udo gestern, gestern um die Uhrzeit um 5:30. Da war der schon lange da. Er sagt, das ist bewölkt, da kommt er nicht. Ich gucke jetzt raus und dann siehst du den so knallergelb. So, jetzt nochmal. Wir haben um 17:30 Uhr schon minus 3 Grad gehabt. Morgen soll es angeblich schneien. Wir warten ja drauf. Die Kinder, die freuen sich schon. Ich jetzt nicht so, aber... Da müssen wir dann durch. Genau. Der Mond, auch wenn man den nicht den Vorhof, wie nennt man das denn? Die Umrandung, wie auch immer, drumrum, genau. Das sieht ja schön aus, ne? Aber. Genau. So, jetzt werde ich meine Füße cremen und mich dann auf die Couch schmeißen. Das meine ich. So drumrum, das ist richtig schön. Okay, er stellt jetzt nur logischerweise den Baum scharf.
Ja, aber so sieht das aus. Und der Mond, der ist gelb, nicht so weiß wie hier auf der Kamera. Und hier ist alles hier gefroren. Und ich gehe meine Hühner mal zumachen. Alles dunkel. Ach, da muss ich auch noch was laden. Wartet. Boah, guck mal. Alles schön mit Heu drin. Wartet mal. Hier sitzen sie. Kann man gar nicht sehen, der Weibers. Da. Schön auf der Stange. Das ist mit Heu ausgelegt. Oh, die anderen, die sitzen da. Der Elvis, ich weiß nicht, wo Hugo ist. Auch Hugo sitzt rechts daneben. Genau. So, jetzt ist da hinten, wo ist denn mein Finger? Da die Kamera. Und jetzt müsste die eigentlich angehen, wenn ich jetzt hier reinkomme. Seht ihr, das ist rot geworden. Wartet. Jetzt bin ich nicht mehr in dem Bereich dran. Gerade hat die doch auch geklickt. Naja, auf jeden Fall geht die an, wenn hier jemand lang latscht. Und das ist der Olaf. Ist das arschkalt. Meine Haare sind furchtbar, aber da müssen wir jetzt mal eben durch. Ja, was wollte ich denn jetzt noch gesagt haben? Ach, zu der Kamera. Draußen zu der Wildtierkamera. Ich hätte meinen Mann erschlagen können. Ich bin heute Nachmittag hingegangen und habe die kleine Speicherkarte, die da drin ist, rausgenommen. Habe die ausgelesen, weil ich gerne gucke, ob die denn auch funktioniert. Dadurch, dass das jetzt andauernd friert, friert natürlich auch die Linse hin und wieder mal zu. Und dann sieht man logischerweise nichts. Aber wir bleiben gechillt und ja. Ja, auf jeden Fall habe ich die Bilder dann alle draufgezogen. Die geht immer hin und macht ein kurzes Video. Ich glaube 60 Sekunden und 3 Fotos dazu. 3 oder 4 Fotos. Ja, und dann auf jeden Fall gucke ich durch. Ich denke, was, heute nur ein Video? Und dann um 4 Uhr, ich glaube 45 war das. Ja, und dann auf einmal sehe ich auf dem Video, weil ich gucke mir die Videos als erstes an, wie eine helle Gestalt vor der Kamera hergeht, an unserem Bambus stehen bleibt und keine Ahnung was macht. Konnte man ja alles nicht sehen, weil der zugefroren war. Leute, genau das ist das, wovor ich eigentlich Angst habe. Also ich möchte die Kamera haben, um zu gucken, welches Getier hält sich eventuell nachts in deinem Garten auf. Und meine Angst ist dann siehst du eventuell auch jemand, der in deinen Garten reinkommt. Ja, und ich sitze und sehe das. Ich gucke mir die Bilder an und man sieht wirklich auf dem Bild, wie jemand darüber rumgeht. Da habe ich gedacht, Herrgott, wer war denn morgens um 4:45 bei uns im Garten? Ich habe geschlafen, der Udo hat gepennt. Ich den Udo versucht anzurufen. Und ja, wie das dann so ist, gerade dann geht er natürlich nicht dran. Na ich gut, wartest du, bis er dann da ist, weil du soll mal ein anderes auch machen. Und der kommt die Tür rein und ich sage immer, zeichnet die Kamera mit der richtigen Uhrzeit an auf? Ja, warum? Ich sage, dann war heute Morgen jemand um 4:45 bei uns im Garten. Da fing der an zu lachen. Ja, sagt er, das war ich. Ich sag, wie, das warst du. Er hat geguckt, ob man den Mond gut sehen kann. Weil es hieß ja, ab 4 Uhr und noch was fängt er zu langsam an. Und er wollte halt gucken. Ich hätte ihn in dem Moment erschlagen können. Weil, als ich das Video gesehen habe und gesehen habe, dass jemand bei uns im Garten ist, ich hatte schlagartig keinen Hunger mehr. Ich war bedient und ich wusste nicht, kriegst du jetzt einen Herzinfarkt oder nicht. Ja, war der Udo. Als er mir das sagte, dass er einen Bademantel anhat, konnte ich das auch erkennen, dass das dann der Udo war. Aber wenn du das nicht weißt, der lacht sich jetzt auch kaputt. Ich denke, nee, das ist doch nichts für mich. Naja, die Kamera hängt trotzdem und wir hoffen mal, dass das nicht so ist. Und wie gesagt, die reagiert, wenn Wärme durchs Bild geht. Also wenn da ein Tier
lang läuft, fliegt, wie auch immer, der Mond, der sieht so krass aus, ne? Ich versuche da gleich nochmal zu zoomen. Oder eben, wenn ein Mensch da lang geht, dann springt die an und dann filmt die sofort und macht Fotos zugleich. Ja, dazu, jetzt habe ich meinen Fuß eingecremt. Ich habe zwei so dicke, fette Risse. Eine direkt hinten an der Hacke, kann man gebrauchen, und eine hier an der Seite. Ich bade doch wirklich die Füße und creme und mache und die reißen trotzdem. Ja, ist aber nur der eine Fuß, ne? Keine Ahnung, ob ich da irgendwie anders laufe oder auch nicht. Ich versuche euch jetzt nochmal den Mond ranzuholen. Da ist er. Ja, jetzt wird auch gelb, so wie er aussieht. Heftig, oder? Ich bin, wie ihr wisst, begeistert. Wenn man da so rechts die ganzen Hügel sieht und ja, einfach heftig. Jetzt zoome ich nochmal raus. Und dann der Drumherum, schön. Bei mir spiegelt der Mond direkt darüber. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Ist nochmal der Mond in hell, in blass. Hammer, 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 Hammer. Krass. Krass, genau. Ich mache nur meine Kamera. Guten Morgen, ihr Lieben. Warum fängt das Bild denn so unscharf an? Wir haben heute Dienstag, den 22. Januar, 8:30. Den Großen haben wir zur Schule gebracht. Kratzen konnte ich heute wieder wie ein Weltmeister. Ja, warum auch immer. Wir sind pünktlich aufgestanden, trotzdem 5 Minuten zu spät aus dem Haus. Haben alles pünktlich geschafft, aber trotzdem. Das ärgert mich dann immer ein bisschen. Und ja, wir waren jetzt gerade eben Brot einkaufen und jetzt müssen wir nochmal eben los Vogelfutter holen. Und ich wollte euch aber einen schönen guten Morgen wünschen. Wir haben minus 5 Grad. Es sieht aus, als wenn es wieder schön werden will. Bei Kaufland war ich aber ein bisschen Schnee. Als wenn man ein bisschen Pulver hätte. Und genau, das war gefroren, ne? Ja, und da wir unsere Spuren. Ein Parkdeck war gefroren. Und wenn man keine Winterschuhe anhat, war das verdammt glatt. Genau, wird man ausrutschen. Wir haben, so, hau jetzt ich hab Schneeschuhe. Ja, aber hau mir jetzt bitte nicht die Blumen was um. Das wäre jetzt noch. Ja, wir werden jetzt los tigern. Wir mussten jetzt eine kleine Pipi-Pause machen. Und jetzt fahren wir weiter. Achtung, Ohren zu halten. Warum? Es schneit, kommt aus dem Haus. Es schneit. Jetzt sind zwar noch Mikro-Dinger, aber es schneit. Jetzt weiß ich nicht, ob Frau Holle es ein wenig doller schneien lässt, damit sie hofft, mein Gesang zu erschüttern, verschütten, nicht erschütten. Oder hier wird es vielleicht doch mal weiß. Wir lassen uns überraschen. Guckt mal, mein Gesang hat was gebracht. Es schneit immer noch. Genial. Ihr seht am Tisch. Und Olaf ist ganz zufrieden. Das ist genau seine Welt. Ja, wie gesagt, es schneit noch. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Olaf hat schon Schräglage, der steht schon nicht mehr gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber, na, jetzt sieht man, glaube ich, nicht so gut. Doch. Aber es schneit, wie lange schneit das jetzt schon? Seit 5? Seit 17 Uhr und wir haben jetzt 21 Uhr 35. Und man sieht unsere Wegplatten schon nicht mehr. Na, mal gucken, wie der Morgen aussieht, ne? So hätte Weihnachten aussehen sollen. Guten Morgen, wir haben heute Mittwoch, ich glaube den 23. So sieht das aus.
versteckt sich die Amsel. Die ist am Scharren. Ja, der muss ich jetzt gleich Futter hinwerfen. Aber die weiß, da liegen die Rosinen. So, jetzt habe ich euch genug vollgelabert mit meinen Vögelchen. Ja, ich denke mal gut 10, ne, 5 cm, das wollte ich gesagt haben, Schnee liegt hier. Wobei das schon meiner Meinung nach irgendwie alles wieder abtaut. Da liegen auch Rosinen oder Lagen. Ja, und wir watscheln jetzt hier mal durch. Man sieht, wo die Hummel so überlang gelaufen ist. Die hat Patrouille gemacht. Guck mal, da hinten sitzt sie und wartet sie nach dem Motto, Alter, hau ab. Ja, ich würde jetzt den Schneebesen holen. Ich weiß überhaupt nicht, wo hier der Weg ist. Keine Ahnung. Meine Weiber sind auch da, ne? Jo, guten Morgen. Ich werde jetzt auf jeden Fall vor die Tür Schnee räumen gehen. Das finde ich immer das Blöde daran, dass man das wieder alles wegmachen muss. Aber Sicherheit geht vor. Lenny ist in der Schule. Wir müssen gleich weg, Emma und ich. Und da oben ist der Mond. So, ich glaube, jetzt habe ich euch in dem Video genug Mond und Vögel gezeigt. Aber ich finde das nochmal toll. So, die Emma wartet, ich muss los. Da seht ihr mich heute auch mal. Wir haben jetzt 1:15 und ja, Schnee habt ihr ja gesehen, wie schön. Wir haben Schnee geschaufelt, Emma und ich, dann waren wir kurz einmal in der Stadt. Und dann zu Hause. Ich habe dann jetzt die Wohnung aufgeräumt, habe schon Mittagessen gemacht. Heute gibt es wieder Spitzkohl untereinander. Ich habe da so Hunger drauf. Und das habe ich jetzt fertig. Wir werden jetzt gleich den Lenny abholen und dann erstmal essen und Hausaufgaben machen. Und dann gucken wir, was wir noch so machen. Ja, der Schnee, der geht zurück. Die Kinder werden wahrscheinlich sich gleich dick anziehen und raus in den Garten gehen. Und, ja, wie gesagt, mal gucken, was heute noch so ansteht. Ich denke mal nicht viel, aber werden wir dann sehen. Wir lassen uns beide überraschen, ihr und ich auch. Aber wie gesagt, geplant ist nichts und wir lassen uns überraschen. Ist das nicht süß, die ganzen Vogelspuren? Guck mal, da liegen die Rosinen immer. Die liegen jetzt da. Die habe ich da gerade reingeschmissen. Und da hat die Amsel alles freigekratzt. Die wissen, dass sie wühlen müssen. Jetzt mache ich Frischwasser. Täubchen im Schnee beim Mittagessen. Die haben sich das echt so frei geschart. Genial. Die kommt nicht nur zum Fressen, sondern die chillt auch da. Ich glaube, die sitzt schon 10 Minuten so da und macht einfach nichts. Guckt mal diese Augen an. Schön. Schöne Tiere. Da bin ich wieder. Ich habe euch gestern gar nicht mein Mitbringsel vom Teddy gezeigt. Deswegen mein Schildchen, alles ist selbst bezahlt. Und zwar habe ich mir 2 goldene Stumpenkerzen geholt. So sehen die aus. Die zweite steht noch in der Küche, aber ich denke ja mal, eine reicht. Da hat eine 2,50 Euro gekostet. Und heute bei DM habe ich gesehen, da sind davon, von den schönen Pinseln, auch noch ein Make-up bzw. Maskenpinsel gibt. Und den wollte ich eben als
Maskenpinsel mal nutzen. Zumindest mal testen, wie das ist. Der hat gekostet 1,95. Also auf jeden Fall unter 2 Euro. Genau. Zack, Schild weg, alles gesagt. Ja, als wir den Lenny abgeholt haben, war ganz spontan Gruppenversammlung. Also Lenny und seine beiden Kumpels, noch ein Mädel aus der Schule und die Geschwisterkinder, also Emma und noch ein Mädel. Ja, die haben zusammen eine Schneeballschlacht gemacht. Und ja, wir haben bestimmt eine Dreiviertelstunde, ne? Haben wir bestimmt, haben die Kinder getobt. Mein Gott, die sahen hinterher aus. Aber die haben so viel Spaß gehabt und wir konnten quatschen, wir Mütter, und das war richtig schön gewesen. Also die Kinder sahen hinterher aus wie der Schneemann persönlich. Und ja, zu Hause, ich sag, alles ausziehen, die Sachen direkt in eine Waschmaschine. Ihr zieht euch warm wieder an und ja, das war schön gewesen. Also da hatten die echt Spaß gehabt und dann mochten sie dann eben hier nicht in den Garten. Ja, dann haben wir Hausaufgaben gemacht, gegessen und jetzt warten wir auf den Papa. Es steht aber nichts an, nichts Besonderes, also mal abwarten. Aber ich glaube, heute wird nicht mehr viel passieren. Außer vielleicht mal hier oder... Hallo? Kannst du mal bitte Licht anlassen? Komm, 2 Sekunden noch. Dankeschön, so geht so geht halt. Ja, außer hier und da vielleicht mal aufräumen, aber sonst spektakuläres gibt es nichts mehr. Ja, meine Tochter muss jetzt Licht ausmachen und deswegen sag ich mal bis später. So, der Lenny hat hier gerade gebastelt und gebaut. Das ist ein Autohaus mit Werkstatt dran. Ja, Fantasie muss man haben, ne? Da ist unser Mittagessen, lecker Spitzkohl untereinander und ja, ich darf jetzt nicht so lange quatschen, der Udo hat Hunger. Seht, da habe ich euch doch gesagt, heute wird nichts mehr passieren. Wir haben jetzt 16:45, haben gegessen und hier, wie gesagt, passiert nichts mehr, außer vielleicht ein bisschen aufräumen, aber... Das ist uninteressant. Deswegen werde ich mein Video beenden. Wünsche euch noch einen schönen Mittwoch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.